Herzlich willkommen am zweiten Tag unseres Adventkalenders. Was hast du da in deiner Hand? Ein Monokel, das wir für das heutige Bild brauchen. Ich hoffe, es ist eine besondere Überraschung. Gestern war es die Wiesinger Florian, frühes 20. Jahrhundert. Heute ist es ein Bild aus dem späten 20. Jahrhundert. Und zwar von Alfons Schilling. Der kein Österreicher ist. Sondern in Basel geboren, aber dann nach Österreich gekommen ist und hier im Kreis der Aktionisten sehr aktiv war, zusammen mit Bruce. Ja, sehr vieles Frühes unternommen hat, dann nach Paris gegangen ist, nach New York gegangen ist und der vor allem ein Thema hatte, er wollte den Raum darstellen, aber nicht durch ein Abbild, sondern durch wirkliche Raumillusion. Und dazu braucht es dieses Prismenmonokel. Wenn man nämlich durch dieses, es ist etwas kompliziert, aber vereinfacht erklärt, wenn man beide Augen geöffnet hat und mit einem Auge da durchblickt und dann auf das Bild schaut, dann entwickelt sich aus diesem Bild, dann öffnet sich der Raum. Es ist ein sogenanntes 3D-Bild, ein autobinäres Raumbild. Und es ist ja so schon schön, aber mit dem Monokel in der Hand wird es zum wahrlichen Seherlebnis. Was hat er probiert? Er hat versucht, die Quadratur des Kreises. Er weiß, dass es zwei große Ziele gibt in der Malerei. Auf der einen Seite die Abstraktion, auf der anderen Seite die Illusion. Abstrakter geht nicht mehr als dieses Bild. Es gibt keine sichtbare, wirkliche, wiedererkennbare Realität. Und die Illusion ist eben diese Gewinnung der dritten Dimension. So gesehen ein wirklich bedeutender Vertreter der Moderne. Man kann ihn auch heute betrachten in der Albertina Modern. Gar 4 oder 5 Bilder von ihm sind dort ausgestellt. Und er gehört zu den wesentlichen Malern der österreichischen Avantgarde. Absolut. Dieser Zeit. Und wir hatten im November eine Ausstellung mit seinen Bildern, wo wir uns den autobinären Raumbildern gewidmet haben. Und die Ausstellung ist jetzt leider schon vorbei. Aber den Katalog gibt es noch. Und wer einen will, kann gerne bei uns vorbeikommen und wir werden ihm einen schenken. Ja, als Weihnachtsgeschenk. Ja, wir freuen uns jetzt auf den 3. Morgen. Ja. Auch heute werden wir nicht verraten, was es ist, weil vielleicht wissen wir es noch selber nicht. Und es soll auf jeden Fall eine Überraschung sein. So ist es. Bis morgen. Bis morgen.